Versprungel. Dann gehe ich einmal auf einen Sprungel aufs Klo. Schlüsse weg. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Da hätte ich nichts zu tun. Grüße. Brauchen Sie was? Ich schaue nur, danke schön. Du besser. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Da hätte ich nichts zu tun. Grüße. Haben Sie schon Nummer? Ja. 007. Aber ich schaue nur. Also, ich könnte mir gern jederzeit wieder Modell stehen. Mhm. Rufen Sie mich an. Ich habe sehr viel Tagesfreizeit. Ja? Ja, nur heute gibt's nicht. Da habe ich eine Verabredung mit dem Herrn... Breitfuß? Was? Der war gut. Nein. Ich treffe mich mit einer Freundin. Ja. Bis schon. Einen wunderschönen Tag auch Ihnen. Sagen Sie, sind wir vielleicht im gleichen Auftrag da? Mein Auftrag ist es, diesen Gang zu fegen. Ihr werter Auftrag ist mir leider unbekannt. Kommen Sie, reden wir ganz offen. Wir sind doch Kollegen. Das kann ich mir allerdings kaum vorstellen. Gehört das doch zu. Die Verkleidung ist ja nicht gerade unauffällig. Das ist keine Verkleidung, das ist meine Amtstracht. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, alle 10 Minuten Bart- und Kopfbedeckung zu wechseln, ist auch nicht gerade unauffällig. Huch, das ist mein Revier. So gut, wenn Ihnen so viel daran liegt, bitte. Mahlzeit! Mahlzeit! Zu wem wollen Sie? Ich schaue nur. Danke. Also. Na, mein Liebling, wo gehen wir denn heute hin, wo schmausen? Ne? Irgendwo hin, wo schnell geht, bitte. Ja, genau, weil da bleibt uns wieder dein ganzer Schäferstückchen. Ja, was denn? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass wir seit 3 Jahren ein Verhältnis haben, wir zwei. Und niemand hat es bemerkt. Du, meine Kinderkerl. Oh, mein Engelbert. Ingenieur, ja. Okay. So, da fällt mir ein, jetzt habe ich noch im Büro etwas vergessen. Gut, ich bleib da. Bis Gott. Mein Name ist übrigens Breitfuß, können Sie ja gleich notieren. Ja. Brauchen Sie irgendetwas? Danke, ich schon nur. Gut, bitte. Ich glaube, Sie haben schon genug gesehen, nicht? Danke, alles. Gut. Ja, und das kann jetzt nicht schön sein, gell? Guter Mann, gestatten Sie, dass ich Ihnen etwas kundtue? Ja. Also ich bin der Herr Senatsrat. Und ich verzeihe Ihnen, dass Sie mich vorhin mit einem meiner Kollegen verwechselt haben. Sie hätten jetzt übrigens die Möglichkeit, ein paar Fotos von mir zu schießen, wenn Sie mir bitte unauffällig folgen. Oh, verzeihen Sie. Nichts passiert. Kann ich etwas für Sie tun? Danke, ich schau nur. Aha, eine Kollegin von Ihnen? Ich bin übrigens der Herr Senatsrat. Ah, interessant. Ich bin die Frau Senatsrat. Ja, Schatz, ich habe keine Zeit. Wir sehen uns später. Oh, grüß dich! Grüße! Da haben Sie überzuckert, dass Sie den Weihnachtsmann beschottet haben. Und übrigens, die Fotos da von der Frau Knackerl, die können Sie aufs Klo hängen, wenn Sie wollen. Weil die Frau Senatsrat weiß nämlich schon alles. Na, und? Na, nicht nur, das ist Ihre Auftraggeberin, ne? Komm, jetzt geben Sie es zu.
Meine Auftraggeberin? Ja. Ist eine gewisse Irmgard Breitfuß. Herr Breitfuß. Jetzt geht's hier. Wieso machte die das? Ja, sie, diese Fotos waren lediglich gestellt, da ist der Kollege ist Zeuge. Fairerweise frage ich Sie, soll ich die Fotos gleich an die Gattin schicken oder wollen Sie es vielleicht käuflich erwerben? Ja, jetzt haben wir rein informativ. Was kostet mir das in etwa?